hatte sich auf jeden Fall das Gras bewegt hier. Ja, ja, das ist der Marienkäfer. Gut. Wir gehen jetzt mal. Ja, ich würde gerne mal gucken hier, die Wolfsspinne. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier zu dem Brett und dann müsste hier irgendwo müsste die Wolfsspinne sein. Lauf, kann ich das nicht hier irgendwie markieren? Heranzoomen. So. Mit R, ne? Machen wir uns erstmal hier einen Wegpunkt hin. Machen wir schon mal die grobe Richtung. Da müsste ein Brett sein. Und bei dem Brett in der Nähe. So, da ist unser Labor. Okay. Müsste auch die Wolfsspinne schlafen. Oder eine. Hier gibt es ja nicht eine der Wolfsspinnen. Hier gibt es ja mehr als nur die eine Wolfsspinne. Ne? Das haben wir ja schon gesehen. So. Muss hier nur aufpassen. Hier ist natürlich auch Spinnengebiet. Da gibt es ja auch schon wieder Milben. Die nehmen wir doch direkt mit. Ja, wo habe ich mir denn die Markierung gesetzt? Hier doch eine Markierung gesetzt, ne? Ach, das guck mal, da sind wir ja. Oh Mann, da sind wir ja schon lange dran vorbei. In der Markierung. Oder muss ich hier. Ne, hier muss ich hin. Hier müssen wir hin. Da ist der Ast. Warte mal. Genau, hier ist der Ast. Dahinter, ne? Da ist der Baumstamm. Genau. Ist hier auch gleich irgendwo ein Labor. Und da gibt es natürlich von diesen Milben auch ganz viele hier. Da kann ich mich noch dran erinnern. So, das nehmen wir mal mit. Sag ich doch, hier muss irgendwo ein Labor in der Nähe sein. Hier könnte aber auch irgendwo das Nest von der Wolfsspinne sein. Da ist das Labor, genau. Forschungsstation. Was liegt denn da? So, wir gehen mal hier rein. Da liegt eine Kassette. Prominent Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science. Prominent Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Household Liquids, Gels and Aerosols Division. That is where my PhD is going now. Kaminsky works here, and he's an idiot. With the pay cut, I've been reduced to substituting at the local school. How many times can one person be expected to explain the difference between a vector and a scalar? If it has direction, then it's a scalar. I mean, a vector. Oh! I swear the ignorance around me is contagious. Does that normal teacher do anything? No wonder my inventions cannot be appreciated. Our society no longer understands science. Da der ganze Stamm ist voll. Da kommt mal alle schön hier runter. Das ist ja gestenkt. Guck mal, die ist gestorben beim Runterfallen. Auch nicht schlecht. Da gibt es einen Wassertropfen. Und sonst nehmen wir da noch auch mit. So. Jetzt noch die Wolfsspinne. Was liegt denn da? Eine Pommeschale oder was? Ein Apfel? Da ist ein Stück Apfel. Okay. Da liegt ein Orion-Keks. Ach, da braucht man den Hammer für. Okay. Für den Apfel wahrscheinlich auch, ne? Ja. So, mit der Schale. Da bin ich, da muss ich vorsichtig sein.
Braune Blätter hier in dem Gebiet bin ich auch vorsichtig. So. Ach, da ist noch so ein komischer. Keine Ausdauer mehr. Sterb nicht wegen dem scheiß Viech hier, ey. So. Da ist noch mal ein Wassertropfen. Die Wasserflasche ist voll, dann trinken wir den. So, ich glaube, wir nehmen mal Verband. Ah, da hinten läuft wieder so eine Wanze rum. Wie da denn? Da liegt, ist doch irgendwas, ne? Was ist das denn? Verrottete Larvenklinge, okay. Nehmen wir mal mit. Haben wir zwar schon erforscht, glaube ich, ne? Ja, die noch nicht. Aber bauen konnte man die, glaube ich, schon. So. Da ist, ich glaube, da war das. Da hinten, da war das. Mit der Wolfsspinne. Oh, hoffentlich ist die da. Und hoffentlich kriegen wir die von hier noch gekillt. Da ist sie. Komme ich denn jetzt da dran? Und hier? Erstmal ein Bogen. Oh, ist mir mulmig. Ah, musst du jetzt kommen, du Scheißviech? Ist ja eine blöde Larve. Hau ab. Oh, das gefällt mir gar nicht. So. Das geht aber immer noch schön. Da braucht man natürlich nur ein paar Pfeile. Ich hoffe, die reichen. Ist das gemein, ey. Komm, die scheiß Viecher denn jetzt weg hier. Oh ne, jetzt auch nicht. Ah, Mann. Das ist ja gemein. Das ist echt gemein, ist das. Ja, yeah, das hätte so schön klappen können. Okay. Das ist natürlich ätzend. Naja, aber das ist machbar. Das ist machbar, das ist machbar. So, nehmen wir hier mal eben die Seile raus. So, noch keine neuen reinpacken. Ne, anscheinend nicht. Muss erst fertig werden. Gut. Ah. Okay. Ausrüstung ist noch alles in Ordnung soweit. Ja, ich würde sagen, wir müssen sowieso dahin unseren Rucksack wiederholen. Ach ja. Machen wir das doch mal. Essen ist gut, trinken ist gut. Gut. Dann wollen wir da mal hin und unseren Rucksack wiederholen. Ja, mit zwei von den Viechern anlegen ist echt scheiße.
Warte mal, mir fällt doch gerade noch was ein. So, Status. Achso, da haben wir schon Stufe 2, ne? Atem holen. Atemtechnik. Ja, aber ich denke mal, das wird doch Ausdauer sein, ne? So, das heißt, wir laufen jetzt hier lang. Ist das denn der eine, der jetzt als zweiter nachher dazu kam? Ist das der, den wir hier getötet haben? Und ist der schon wieder nachgespawnt? Nee, ne? Sind die denn schon wieder nachgespawnt so schnell? Kann ich mir aber nicht vorstellen. So. Einer war ja hier hinten. Müsste ja dann auch hier wieder sein, ne? Der ist aber nicht mehr da. Rein theoretisch, wenn ich die kille, müsste ich doch in Ruhe die Spinne töten können, oder nicht? Oh, ich hoffe, ja, die Spinne ist jetzt natürlich so. Müssen wir erstmal die Pfeile auch wieder alle einsammeln. Jedenfalls so viel wie geht hier an Pfeile einsammeln. So, ich muss jetzt erstmal diese blöden Wanze finden hier. Nicht, dass die mich hier gleich wieder angreifen. Will ich aber nicht großartig rumrennen, dann hole ich mir nämlich die Spinne da raus. Und das will ich eigentlich auch nicht. Da muss ich langsam mal schießen. Und gucken, dass ich immer genug Ausdauer habe. Ich hoffe, dass mein Bogen jetzt so lange durchhält. Ja. Mal eben umschauen hier. Hä? Trifft ja nicht. Oh. Mal die Hälfte. Hilft nicht mehr. Sind die Pfeile im Weg oder was? Die Hälfte haben wir. Ja, der Bogen müsste halten. Und bitte jetzt keine Wanzen mehr. So, nochmal Ausdauer voll machen. Ah, jetzt haben wir sie gleich. Oh, da laufen Babyspinnen rum, habe ich gerade gesehen. Mich jetzt nicht noch nerven.
Ausdauer. Keine Pfeile mehr. Früher hat man 30 Pfeile gebraucht, das weiß ich. Ja, da brauchen wir ja jetzt schon um einiges mehr hier. Das war's. Da die Pfeile einsammeln. Ob hier noch die Babyspinne oder was? Dann nehme ich den Speer in der Hand, der ist schneller. Ja, haben wir auf jeden Fall schon mal die Wolfsspinne einmal zerlegt. Haben wir auch noch ein bisschen was zu erforschen. Wenn wir Glück haben, lernen wir jetzt den neuen Bogen. Wenn wir ganz viel Glück haben, können wir den bauen. Was ich aber nicht glaube. So, da liegen doch noch Pfeile, da komme ich aber nicht dran, ne? Ja, vielleicht in eine Hocke. Hat man nicht irgendwie in eine Hocke gehen? Genau so. So. So, mal eben schauen auf der Karte, wo das jetzt war. Also hier war das mit der Wolfsspinne. Also so an der Spitze von dem Baum hier. Gut. Dann haben wir schon mal die Wolfsspinne erledigt. Gehen wir das jetzt erforschen. Es sind keine Wanzen da, ne? Wo die vorhin wegkam, keine Ahnung. Die zweite auf jeden Fall nicht. Die erste lief ja am Anfang da rum. Und ist dann weggerannt. So. Gehen wir jetzt hier noch eben schnell forschen. Ja. Ist da was gehört? So, guck mal. Können wir den erstmal erforschen? Ja. Habe ich mir gedacht, dass es da nichts für gibt. Aber Hirnschmalz gibt es. So, dann haben wir Spinnengift. Was gibt es denn da nochmal für? Ah ja, Giftpfeil und Spinnenfangdolch. So, und dafür gibt es, glaube ich, den Bogen. Ja, Insektenbogen, Wolfsspinne, Wanddeko. Oh, guck mal, da gab es sogar jetzt 25 Hirnschmalz für. Und wir haben nur den Spinnenfang bekommen, ne? Den Oberkörper von der Wolfsspinne haben wir noch nicht bekommen. Ja, den müssen wir auch noch ein paar Mal killen. So. Was essen soll ich? Ja, kein Problem. Essen haben wir ja genug dabei. Trinken. So, jetzt müssen wir nach Hause so langsam. Dann mal gucken, was wir brauchen, um den neuen Bogen zu bauen. Wir den schon bauen können. Das wäre natürlich, das fände ich natürlich richtig genial, ne? Wenn wir den neuen Bogen schon bauen können. Aber die Tiere sind um einige stärker geworden. Auf jeden Fall einige Tiere. Ne? Ich meine, so die Wolfsspinne früher mit 30 Pfeilen
jetzt 50, über 50 Pfeile sogar gebraucht. Hier ist noch eine Distel, aber brauchen wir im Moment nicht. Den Saft nehmen wir aber mit. Auf dem Weg liegt, auf überhaupt in die richtige Richtung. Nee, da müssen wir hin. Muss ich mir da mal eine Markierung bauen? Warte mal, laufe ich überhaupt richtig? Nee, ich laufe doch jetzt dahin. Wir wollen hier. So. Mit R Wegpunkt platzieren. So, dann war das doch die richtige Richtung. Ach, guck, wir sind auch schon fast da. Nehmen wir das doch mit. Frage ist jetzt, war das die Wolfsspinne, die hier nachts herläuft, oder war das noch wieder eine andere? Das ist eine gute Frage. Aber ich würde sagen, wir haben heute was geschafft, also diesen Tag jetzt hier. Ne? Wolfsspinne gekillt, so. Oh, mal gucken, neun Bogen. Ach ja, Spinnenbrocken brauchen wir zwei. Davon brauchen wir zwei und zweimal Spinnenseide. Oder Seidenseil. Da haben wir dann natürlich noch ein bisschen was zu tun. Und Giftpfeile. Ja, da haben wir natürlich verfügbar ein. Ja, Giftpfeile wären aber auch nicht schlecht für... So, erstmal eine Fackel bauen oder zwei. So. Das ist die Larvenklinge, die wir gefunden haben. Ja, ja, die macht Gift. Ist schnell. Aber was nützt mir das, wenn ich die jetzt zum Beispiel beim Marienkäfer einsetze? Sobald ich mich vom Marienkäfer irgendwie so ein bisschen in Sicherheit bringe, resettet der ja sofort. Das finde ich natürlich ein bisschen blöd, ne? Man die da nicht mehr so kiten kann. Ja gut. So, wir haben zweimal Spinnenseide. Ja, können wir die jetzt hier herstellen, Spinnenseide? Ja. Jawohl, machen wir das doch schon mal. Dann können wir die vielleicht auch wieder erforschen. Verrottete Klinge, den Bogen müssen wir reparieren. Essen. Pfeile haben wir fast alle wieder, ne? Dass man das immer wieder neu sortieren muss, das finde ich auch ein bisschen blöd. So. Ja, vielleicht sollte ich nicht sterben, dann muss ich das auch nicht neu sortieren. Ja, schön. So. War das, das? Ja, das kann ja auch eigentlich... Ne, das kommt in den, in die andere Kiste. Da rein. Den behalten wir. Da. I could use something to drink. Ja, ich weiß, ich muss was trinken. Du hast Durst. So. Erstmal den Bogen reparieren. Sonst noch was reparieren? Nö, ne? Andere ist noch soweit alles in Ordnung. Ja. Yeah. Aber zum Kochen? Nee. Zu essen habe ich aber noch. Ich hab grad, war das jetzt? Nee, das war das Lagerfeuer, das Geräusch. So.
Wie sieht's denn aus mit dem Bauen hier? Trockengestell oder so? Den Smoothie. Smoothie-Küche. Auf die bauen wir mal hier hin. Ah, die könnten wir sogar bauen, ne? So. Smoothie-Küche. Oh, das. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir brauchen. Genau, Sprösslinge und Madenschleim. Madenschleim haben wir hier. Sprösslinge haben wir hier. So. Muss ich mich nur noch mal schlau machen wegen den ganzen Rezepten. Rezeptanforderung. Magenschleim, Smoothie-Typ normal, keine Bonuseffekte. In der Smoothie-Küche können Heilgegenstände. Trink was. Ja, ich trinke was. 7. E. Nee, rechte Maustaste. So. So, was können wir denn noch bauen? Können wir denn noch bauen? Wie sieht es denn aus mit dem Trockengestell? Ja, den brauchen wir noch nicht bauen. Da müssen wir nämlich erst noch. Ja, wo ist er denn? Kann ich noch gar nicht bauen, ne? Schmiede. Schmiede könnten wir bauen. Unkrautstängel. Quarz haben wir. Grobes Seil haben wir. Saft haben wir eigentlich auch. Man baut die Schmiede. Die könnte ich doch eigentlich hier daneben bauen, ne? So. Schon wieder vergessen, was brauchen wir denn hier? Den Quarz. Den Quarz sollten wir haben. Ne? Da haben wir noch 10 Quarz. Ja. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Dann brauchen wir noch Saft, Seil. So, Seil haben wir auch hier. Wie passend, immer 4. Dann brauchen wir noch Saft. Und dann noch ein Gestänge, ne? So, dann brauchen wir noch ein Gestänge. Dann haben wir die Schmiede auch fertig. Mal, die können wir auch noch analysieren. Ach so, der. So. Eine Fackel dabei. Mal gucken, ob wir auch noch was zu trinken finden hier unterwegs. Ja, da ist doch noch ein Wassertropfen. Ne, ist der falsche Gras, da müssen wir den hier nehmen. Jonas! So, haben wir ihn noch bekommen. Und da ist noch ein Graswassertropfen. Wir machen erstmal uns voll. Hallo. Er kommt, dann schöpfen wir ihn jetzt. Mal machen wir es so. Und noch ein Wassertropfen, dann haben wir die Flasche nämlich auch wieder voll. Da hinten ist doch noch ein Wassertropfen. Mal gucken, nicht, dass hier was rumkriecht, was uns gefährlich werden könnte. Na, wo rollst du denn hin? Nicht so weit. So, die Trinkflasche auch wieder voll. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder Gestängel. Den kriegen wir noch nicht abgebaut, ne? Ne, da brauchen wir zwei dafür. Da ist eine kleine Ameise. Da ist der Baseball. Muss man mich erstmal wieder orientieren hier. So, dann wollten wir ja das Spinnseide hier noch analysieren. Ich glaube, jetzt kriegen wir auch diesen Taufänger. Jawohl, da, Tausammler und Insekten. Die Insektenaxt, genau. Damit können wir nämlich dann die stärkeren, hier diese, wie heißen sie? Ich vergesse das immer wieder. Wo sind sie? Die dicken Stämme hier mit umkloppen.
Wie hier zum Beispiel. Sehr kräftiges Unkraut können wir dann damit umhauen. Wir wollen aber jetzt erstmal noch eine ganz normale, ein ganz normales Gestängel haben hier. Hier war doch irgendwo eine Puste. Oder haben wir den schon weggehauen? Ah, wie spät ist das denn? Auf der anderen Seite. 10 Uhr, ja komm. Ich würde sagen, wir gehen schlafen. Und holen uns das Gestängel dann am Tag. Das ist, glaube ich, etwas sicherer. Ja, wenn ich die Ameisenkeule in der Hand nehme, geht die Fackel aus. Interessant. Dann nehme ich die Fackel wieder in der Hand, dann habe ich... Ah, Ameisenkeule ist eine Zweihandwaffe. Okay, ich habe es verstanden. Jetzt schlafen. Kochen habe ich nicht, ne? Nee. So, der ist auch fertig. Nehmen wir den auch noch mal raus hier. Dann haben wir auf jeden Fall für den besseren Bogen schon mal die zwei Spinnenseile. So, das kann raus, das kann raus, das kann auch. Brauchen wir dann gleich zum Essen, ne? So. Dachte ich hätte auch für 7 das Essen, aber das ist ja die Trinkflasche. Ja komm, machen wir das erstmal so und dann können wir unser Stück Fleisch noch aufheben. Hier rüber und du machst hier wieder ein paar Seile. Ne, hier Seile. Und dann gehen wir schlafen. Dann gehen wir schlafen. So, habt ihr schon alle durch hier? Tatsächlich. Muss ich erst hier rausnehmen, ne? Ja, dann hauen wir doch die nächsten da rein. Nein, ach Mann, ey. Wieso drücke ich immer R? Eine doofe Angewohnheit. So, da haben wir noch was zu essen. Da kommt die Waffe hin. Den Speer können wir noch eben reparieren. So, den Speer noch reparieren. Da haben wir alles repariert soweit. Der ist am Arbeiten. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Ach so, wir wollten noch ein Gestängel holen. Was? Ich guck mal eben, was brauche ich denn für Spinnenfangdolch? Ja. Immer giftig, ist auf jeden Fall extrem giftig. Okay. Aber das interessiert mich jetzt gar nicht. Ich will wissen, was ich dafür brauche. Okay. Oh, da brauchen wir Marienkäferkopf. Seidenseil, 4 Stück. Und Bombardierkäferbrocken. Ja, da müssen wir uns um die Bombardierkäfer müssen wir uns dann auch kümmern. Gut, wir machen aber jetzt noch eben, ich will eben die Schmiede noch fertig bauen. Ich glaube, da oben drauf war auch noch irgendwo eine Pusteblume. Da oben. Und die hier kriegen wir ja leider noch nicht umgekloppt. Aber die hier, hä, wieso liegt hier oben Pfeil? Okay, nehmen wir mit. So, wo ist denn jetzt die Puste? Da ist die Pusteblume. So, Fackel aus. Komm, Pallung. Baum fällt. Baum fällt.
Nach Baumfeld. Okay, ich warte mal lieber, bis die Ausdauer voll ist. Oh, was regeneriert die auf einmal langsam? So, Baumfeld! So, jetzt aber. So, sammeln wir mal so viele Stängel ein, wie es geht. Nehmen wir alles mit? Jo, nee, ich glaube nicht. So. Ich hoffe, das müsste aber das richtige Gestängel sein, ne? Damit müssten wir jetzt das Ding eigentlich hier, die Schmiede, fertig bauen können. Jawohl. So, die anderen Stängel lege ich mal hier hin. So, dann wollen wir mal gucken, was können wir denn hier Schönes machen. Level 1. Normal. Ausrüstung und Schleppen. So. Aha. So. Ah. Haltbarkeit +5 Schaden. Okay. Der Bogen geht aber nicht, so wie ich das sehe. Oder muss ich die Waffe ausgerüstet haben? Warte mal. Dann rüsten wir mal den Bogen aus. So. Dann machen wir doch erstmal den Bogen etwas stärker. Ne? 5% Schaden und 5% Haltbarkeit, das ist doch schon mal was. So, dann haben wir +10% Schaden, +10% Haltbarkeit. Ne? Quadstücke, da kommen wir ja eigentlich gut dran. Wir könnten uns ja eigentlich noch ein paar Quadstücke holen und den Bogen dann noch mal ein bisschen ausrüsten. Besser? Ja, ich würde sagen, das machen wir. Jetzt noch zum Schluss. Muss man nämlich gleich leider offline. Aber so 10 Minuten haben wir noch. So gute 10 Minuten. So, dann nehmen wir den Speer. Fackel haben wir. Habe ich noch eine zweite Fackel dabei? Jawohl. So, dann müssen wir da hinten hin. Ah, schon wieder Durst. Don't even need to boil it. So, komm, dann machen wir uns mal hier. Wie sieht's aus mit Essen? Müsste ich doch auch noch haben, oder? Ah, shit. Wobei, ich lasse den mal. Das war jetzt. Dann sammeln wir hier noch ein paar Pilze schnell ein. So, dann erstmal noch ein paar Pilze. Ja. So, besser als nix. So, dann nehmen wir unseren Speer. Na ja, komm. Dann seid ihr jetzt erstmal dran hier. So. Ja, komm her. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Wieso bleibt ich nicht so? So, hier unten wollten wir doch rein. By the power of Helion, champion of the sun. So, hier kommen doch gleich bestimmt auch wieder ein paar Mädeln. So, da ist aber schon mal Quarzstein. Jetzt habe ich gesagt, nee, ich habe den Hammer nicht dabei. Doch. So. Oh, den Hammer mal auf 1. Wie gesagt, den ganzen Quarz. Da war meine Stimme gleich weg.
Haben wir alles, ne? Ja. So, läuft hier noch irgendwo ein bisschen Mittagessen rum oder so? Brauchen wir auch nichts mehr, ne? Zu schnabulieren. Ja, komm, dann sammeln wir da nochmal die Pilze ein, vorsichtshalber. Da muss ich nochmal gucken wegen der Smoothie-Rezepte. Uns das Schönes machen können. Könnt jetzt hier rum experimentieren mit allen möglichen Sachen, aber ja, so zum Beispiel und so, ne? Und dann Rezeptanforderung. Ach so, benötigt Smoothie Grundzutat. Okay, dann holen wir uns hier auch noch mal eben. War doch hier Madenschleim, ne? Das soll schmecken. So. Herstellen. Was haben wir denn hier für einen Smoothie? Einen ganz normalen Smoothie, ne? Steht auch bei, was der macht. Du hast entdeckt Smoothie. Jo. Diverse zusammengewürfelte Zutaten ergeben eine weitestgehend trinkbare Brühe. Halt die Gesundheit beim Trinken. Ah, okay, halt lang. Auch nicht verkehrt. Gut. Wie viel halt der denn? Können wir ja eigentlich direkt mal einen trinken hier, ne? Wir brauchen. Ja, okay, ist glaube ich besser als halben. Die Verbände. So. So, und den Bogen wollen wir ja nochmal. Nein. Den Bogen 4. So kann ich den Bogen jetzt nicht ausrüsten. Weil ich die Fackel in der Hand habe oder was? So. 4. E. So. Und jetzt machen wir den auf 15. So. Steinfeld, dann könnten wir noch eine Stufe erhöhen. Dann hätte er plus 20% Schaden. Ich bin mal gespannt, wie hoch man den überhaupt leveln kann. Ja, plus 20% Schaden, das wäre natürlich schon mal was. Okay, ich meine jetzt hier die 15%, das macht auch schon ordentlich was aus. Yeah, meiner. Den kriegst du nicht, Ameise. Das ist mein Frühstück. So. Aber zum Schluss noch mal die Ameise geärgert hier. So, braten wir das Essen noch schnell. So. Ich würde sagen, dann haben wir es doch. Ah ja, okay, das Spinnrad machen wir hier auch nochmal in Klär. Und dann nochmal neue rein. Verfaulte Fleisch packen wir auch mal hier rein. So. Eicheln sehe ich gerade. Wir brauchen Eicheln, brauchen wir auf jeden Fall auch noch. So. Würmer brauchen wir ganz viele für die Smoothies. Husteblumen. Eine nehme ich hier noch mit. So. Pilze hier rüber. Haben wir auch noch mal Reserve an Pilzen. So. Fackel. Ja, dann packen wir die Steine hier wieder rein. Milben da rein.
Und dann sind wir bis nächste Mal direkt startklar. Ja, komm. Essen wir das. Essen wir das Stück hier jetzt auch noch verbrauchen. So, dann sind wir einigermaßen satt. Durst ist auch so gut wie gelöscht. Ja, ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.